Hallo und willkommen zurück hier bei uns im Channel der Multiplayer-Mande. Heute geht's weiter mit etwas Live-Action aus dem Twitch-Stream, was wir euch leider nicht entgehen lassen können, denn hier passiert echt vieles. Ihr werdet es gleich sehen, es wird echt spannend und mal schauen, was dabei rauskommt. Dann viel Spaß dabei! Auch nicht zugemacht, denke ich mal. XX1. Also ich mach zu, wegen Zerg gefahren. Okay. Vorher Protoss Cannon Rush, naja. So, du Cannon Rush war nicht so berauschend. Nö. Hat halt null Schaden gemacht. Ja, wenn man sieht, ne, macht er null Schaden. Kostet dann halt Geld. Wenn man nicht sieht, ist es halt richtig scheiße. Ja, wir haben ja gesehen. Ja. Warum die uns unten zugemacht haben, verstehe ich auch nicht. Das, keine Ahnung. Das ist vielleicht mehr ein Vorteil für uns als für die. Ja. Ja, vielleicht, dass er, weil sie Angst hatten, dass wir gleich pushen. Aber er kann mit Cannons dicht machen, dann kannst du nicht pushen. Hast du, ja, ich hab's ja gefunden. Mit Roaches schon. Kein Gas? Kein Pool. Aber dann eine Echse. Bei der Map könnte ich mir sogar vorstellen, dass der CR Tree Hatch vom Pool spielt. Aber wir wissen jetzt, wo er ist. Mal gucken. Kannst du mit Link schon einen Linkmann beimachen? Mein Pool kommt jetzt. Zerg ext auf jeden Fall. Toss könnte auch exen. Sollte jedenfalls jetzt exen. Das wäre aber mutig, exe first. Und Toss? Nee, du kennst exe first, ist zu spät schon. Ne, exe first nicht, aber. Da, was ist denn runter? Hier kommt noch ein Skars, das darf ich nicht vergessen. Oder kann ich eigentlich auch droppen? Jetzt muss ich mich zurückziehen. Lohnt sich hier direkt. Können sie theoretisch machen. Können mit Droplots reintropfen. Ach ne, der kann doch nicht da bleiben. Dafür brauche ich mehr Gas. Ich habe schon wieder diesen Rayleigh-Fehler gemacht. Na egal. Jetzt bis 33 hochdrohen und dann geht's ein bisschen auf Action. Pylon ist durch, jetzt brauche ich Mothership Core. Ich brauche die Ebo Chamber. Muss ich langsam mal mein Dings durch sein. Können Sie auch im Flieger kommen? Hier ist eine Sonde reingeflogen, gell? Natürlich, aber die jetzt noch nicht. Da kommt die Sonde. Ja, sieht, dass du geäxt hast. Ja. Ich sehe da nichts mehr. Hast du? Ich hab, weiß ich nicht. Ich hab. Nö. Hat nichts gesehen. Sehr schön. Jetzt kommen Linge. Von mir. Tobi. Trop. Genau, Troplots. Und danach kommt ja dein Tag Templar Drop irgendwann. Ich bin immer bei Protoss jetzt so. Jetzt müsste ich, könnte ich, wollte ich. Exen. Nee, Exen müsste ich theoretisch noch nicht, aber ich müsste jetzt theoretisch was gegen den Flieger bauen. Sonst wird's jetzt eng. Mido oder so, wa? Oder Stalker. Ja, Stalker wäre gut, aber das passt halt im Bild nicht rein. Aber wenn du da droppst, dann komme ich von der anderen Seite. Na, ich bin aber gleich fertig, ne? Bist du gleich fertig? Ja, kannst du schon los, also da kann ich. Oh ja, der hat uns gesehen, mein Overlord. So. Egal, ran. Er hat zwar uns unsere Heimat gesehen, das hast du recht. Ich hätte eigentlich woanders hin switchen können mit der Sonde. Hat gerade das geäxt, der Toss. Okay, dann ran. Drei Arbeiter dran. Okay, das gefällt mir trotzdem nicht. Stehe ich das in der Pylone nehmen. Das ist echt mein Mothership Core. Die kommt eh von da oben. Ein Adepten und ein paar Linge. Adepten und ein paar Linge, ja gut, normal.
Ich hab zwei Dinge verloren. Dafür 5-6 Drohnen genommen. Na, ich geh gleich rein Templon. Geh auf Roaches. Gehst du von der anderen Seite rein, ne? Hm, mach ich gerade. Die stehen ja, glaube ich, noch. Guck noch mal rein. Ja, guck noch mal rein. Ja, die stehen ja alle noch. Der baut jetzt einen Pfeil in, bestimmt für Canyons oder so. Kann doch mal machen. So, Mann. Komm alle zu mir, du kannst rein. Die sind alle bei mir jetzt. Ja, komplette Armee. Sehr gut. Adept und Mothership Core. Jetzt kommen die Länge zu dir. Gleich nicht mehr. Ich geh unten rein. Schnell weg. So, jetzt können sie zu uns hochkommen. Verliert alles gerade wie unten. Echt? Ja, dann hat alle Arbeiter verloren. Gut, dann gehst du oben nochmal reingucken. Ich mach hier nochmal einen Drop. Vielleicht schaffe ich sogar noch die Echse rauszunehmen. Schnell weg. Oh, ich habe ein zweites Warp Prism gebaut. Da auch nicht schlecht. Ja, ich nehme die Echse raus. Ist weg. Sehr schön. Dann los, die Pylon ohne. Jetzt bauen wir aber Truppen, gell? Ich baue oben Truppen. Ich baue Roaches ohne Ende. Deine Sonden und Drohnen stehen in den Brücken hier. Das ist meine Armee. Das ist deine Armee, alles klar. Ja. Ich gehe davon aus, dass der Zerg gleich kommt. Ja, Pylonen vergessen. Und noch eine Queen bekommen, was will ich mehr? Na, sieht doch gut aus. Alles schick. Ich sehe das gleiche machen, nur ein paar Türmchen. Dahin, dahin. Und hochdrohen. Echsen. Die sind auch nicht so berauschend, ich das Gefühl. Ja, wir haben mittlerweile schon einiges dazugelernt, sag ich mal, in den letzten paar Spielen. So, Hochdrohnen weiter. Injecten. Oh, mehr Gates. Upgrades kommen. Gehst du raus oder was? Können wir die Wall da wegmachen? Kann ich machen. Damit ich ja Echsen kann. Oh, hier hab ich ja noch eine Evo-Schemper. Naja, hab ich drei. Brauch ich alle Upgrades, was soll's. Schnell weg. Was kommt? Nix, da war nur mein Warp Prism, was ein bisschen blöd stand. Und noch eine Makro Hedge. Upgrades. Und gleich mal auf Tier 3 hochtacken. Ich denke mal, der Zerg wird gleich kommen. Ja, kam gerade, ist tot. Wie ist tot? Linge. Oh, Linge. Ich hab keine Larven gerade, nicht gut. Brauchst du Gas? Ich hab zu viel Gas. Nee, brauche ich diesmal nicht. Dann geh ich gleich mal auf Tempo. Ich hab so wenig Mineralien. Nein, hab meinen Wokusen nicht vergessen, hast du gesehen. Wir werden alle kommen. So. Oh, die haben nicht aufgepasst. Mach was dagegen, ne? Doch, doch, doch. Ach man, scheiß Warp Prison. Komm zurück, wir fighten zusammen. Ja, das war meine Linge, die von außerhalb kommt. Mach mal ran bei. Da musst du raus. Nö. Die haben wohl auch schon draußen geäxt, ne? Dann können wir noch jetzt Go machen, die haben alles verloren. So, dann lass Go machen. Ach, Gas brauche ich nicht. Ich brauche mehr anderes Zeug. Auch mehr Larven. Das Prism 2 nehme ich mit.
Oh, das hört über seine vom Gift. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Das ist der Nachteil von diesen. Damit musst du umgehen können, sag ich immer bitte. Ja, ich kann damit noch nicht so richtig umgehen. Ich auch nicht. Ich hab's einmal probiert. Ich war tot, der Gegner nicht. Ja, der Drops müsste fast gelutscht sein. Ja, ist es auch. Oh, dann war das schon Kurs tot. Dann brauche ich nichts mal was bauen mehr. Und wieder Sieg. Sehr schön. Gucken, ob ich jetzt wieder disconnecte. Mal gucken, werden wir sehen. Sie wurden befördert. Hey! Und Platin, die sind Platin 1, oder? Ich hab's dir doch noch gesagt. Platin 1. Sehr schön. Diamant ist nicht mehr weit, es läuft. Es läuft auf jeden Fall. Wir werden besser mit der Zeit. Und mal das gucken, was die Gegner waren. Platin 1 und Diamant. Die waren, es waren ihre Platzierungsmatches, die waren noch nicht platziert. Achso, der eine war nur Gold und Silber, die Gist. Ja, da können wir nichts dafür. So. Wir haben 5 Leute zum Zuschauen. Ich würde sagen, hallo und willkommen bei der Mutti-Bam-Bande. Hallo, willkommen bei uns. Genau. Da Rob und ich zocken eine Runde Ladder heute mal. Ladder live. Du würdest 2 gegen Zufall-Terraner auf der Fernebene. Genau. So, Ziel ist es, Diamant zu werden. Ja, und das große Ziel dieses Jahr Meister. Das müssen wir mal gucken, ob wir das dieses Jahr noch schaffen. Aber wir trainieren fleißig, also. Ja, oh, Sieg gewonnen! Nichts gemacht! Das schnellste Spiel der Welt. So, Aufstieg in Diamant, pass auf, das wär's. Nee, so schnell kriegen wir so hohes MMR haben wir dann doch nicht. Aber es ist aber nicht mehr weit. Ist nicht mehr weit. Ja, irre. Ja gut, das war jetzt auch sinnlos, das Spiel, aber egal. Ja, das war sinnlos, das stimmt schon. Oh, die hatten fast das gleiche MMR wie wir, ne? Hey, Buddy und Kadesh. Wer weiß. Aber dass sie gleich rausgehen, das sah eher aus wie, als würden sie jetzt runter, ja, MMR runterdrücken wollen. Na, die werden jetzt gedingst worden sein, wie heißt's, platziert. War vielleicht der letzte Platzierungsmatch. Na stimmt, dann sind wir rausgegangen. Wieder ferne Ebene gegen Doppelzirk. Oh, Doppelzirk. Da kann ich das gleiche wie wir eben. Oder wir machen einen Push. Mit Adepten. Ja, gucken, was die machen, nicht, dass die... Ja, stimmt schon. Link. Ich mach vorne dicht. Die Rampe ist klein genug. Muss so früh genug loslaufen, meine Sonde. Doppelzirk ist immer... Das ist wieder schon heißt brutal, ne? Ja. Doppelzirk ist schon... Ist bestimmt Diamantspieler jetzt. Er müsste theoretisch. Oh, ich bin fast zu spät losgelaufen. Ich bin nicht zu spät losgelaufen, ich kann vorne nicht dicht machen. Okay. Egal. Bisschen Delays geht schon. Guckst du auch, oder was? Ich gehe scouten mit, ja. Gehst du oben gleich, ich gehe rechts scouten. Okay. Aber Doppelzirkel ist das sehr, sehr wichtig. Ja. Nicht, dass ich jetzt mit dem Pool dann wegpushen. Jetzt gleich meinen Pool nehmen soll oder erst die Echse. Ich kann natürlich auch safe spielen. Ah, ich spiel safe. So, ich nehme gleich die Echse. Sehr schön, dann sind wir schon mal einig. Weil nicht. Mein Gate eh zu spät kommen würde. Also sind sie oben. Sind oben, na sehr schön. Ja, ja, ich weiß schon. Dann geh ich mal Echse. Das ist ein richtig risky spielen heute. Also du spielst was jetzt? Adepten oder DT? Kommt drauf an, was sie spielen. Na, ich denke mal DT. Mit First Exe. Okay. Haben noch nicht geäxt? Nicht geäxt? Okay. Ja, jetzt exen sie gerade. Wo will der andere hin? Der ext bestimmt Gold. Kann wir Gold exen, stimmt? Bleib bei der Gold. Nee, ist keiner. Bleib bei der Gold. Bin ich da? Kommt er. Da ist er. Der wollte Gold exen. Sehr schön, haben wir die Light. Ich komm noch runter mit, Ja, brauche eine Hilfe auf jeden Fall. Bin gleich da. Ja, der hat mich gleich zerschlüppelt. So, nur zweites Gate. Wir haben's ja. Will er bestimmt drinne exen? Ja. Also jetzt haben sie geäxt. Und wir haben ein bisschen Delayed hinein. So, ich hab dicht gemacht. Übrigens. Sehr schön.
viel mehr Gas. Gas ist noch nicht durch, das ist schlecht. Egal. Stell mal meine Sonde in Watchtower. Ich droh mal hoch auf bis 30. Ach, gleich Doppeladepten spielen. Ja, komm schon, Linge. Gut, das ist richtig gespielt. Battleship Course, ganz wichtig. Komm jetzt zu dir, zu deiner Sonde. Kannst du noch retten, wenn du willst? Ja, ich hau noch ab. Einer macht nur mit. Na toll. Kommen sie nicht rein. Noch kein Speed Upgrade, kann ich sogar noch stressen gehen. Komm ganz. Jetzt kommt doch mal meine Sonde hier zurück, ey. Deine Sonde hat's geschafft. Oh, oh, wir werden gepusht im Übrigen. Okay. Ich ziehe sie noch zurück. Kommen auf jeden Fall Roaches und allen nun ran. Okay. Mein Adept konnte noch ein bisschen stressen, aber sonst auch nicht. Geh mal raus. Geh raus. Versteck mich mal. Da sind sie schon. Ich hab gleich Speed. Dann sind sie weg. Wir können uns nicht angreifen. Nö, meine Schubkurve will das dann. Die trainieren daher. Achso. Die haben Angst, dass ich Runby mache. Ich verstecke mich nur. Da habe ich Speed. Wie gesagt, der eine wird auf Mutas gehen. Da kommen sie. Yeah. Oder Bane-Linge. Weil ich Linge spiele. Ne, auch nur Roaches. Must Roaches kommen jetzt. Okay, brauche ich eine Robo ganz schnell. Ich muss zwei bauen. Geh bei den Reihen. Oh je. Brauchen auf jeden Fall Unterstützung hier unten. Robo, deine Linge bräuchten wir hier unten. Ich habe oben nicht mehr viele Linge. Das war vielleicht nicht so clever, dass du oben reingehst. Ja, haben wir doch verteidigen können. Dicht machen. Und beides Roaches oder was? Beide haben wir schon gebaut, beide Roach. Und doch noch gut verteidigt. Dazu, ja, war knapp. Ich nehme jetzt die Echsen. etliche Dings verloren. Locker. Du hast verloren, ja? Ich habe etliche, naja, so 5, 6. Ja, nicht ich gut. Habe aber oben eine Queen weggenommen, eine Queen und ein paar Roaches. Wärst du lieber mit auf die Würger gegangen? Bei denen oben, oder kamst du nicht rein? Doch, aber ich musste ja gleich wieder runter gucken. So. Unten mit. Dafür hat dann das Micro nicht gereicht, oben habe ich dann nur A-Move gemacht. Achso, na, das ist blöd. So, jetzt sind wir aber safe, jetzt sollten sie eigentlich nicht mehr durchkommen. Egal mit was sie kommen. Aber deine Echse halt nicht, ne? Oh, scheiß auf die Echse, notfalls können wir doch mal pushen. Die Echse wird auch safe sein. Watchtower haben sie nicht eingenommen. Ja, wenn sie jetzt geäxt haben, gucken, ob sie geäxt haben. Wenn sie nicht geäxt haben, wollen sie gerade. Mach's wollen weg. Sie gerade. Wäre ich auch nicht schaffen mit dem Volley. Klar. Nee. Was haben sie alles? Roach, Hydra,
Ne, Roach, Ravager. Und nur Roaches, must Roaches. Ja, dann sind unsterblich genau das Richtige. Jetzt ist ja die Frage, ob die jetzt gleich kommen, ne? Stimmt. Oh, Blink. Hält mir gerade auf. Ich hab einfach nicht genug Larven. Muss mal ein bisschen Larven drücken. Ja, ich hab's gerade gelesen, aber Freewin ist halt nicht unser Ziel. Sag ich mal. Ist zwischendurch mal schön, ja? Ja, so ein Päuschen zwischendurch, aber ein Freewin ist halt immer so eine Sache. Verlierst halt nicht, ne? Nee. Also wenn jetzt Blink dann durch ist, kommen wir drauf. Okay, dann baue ich nur Truppen. Na toll, soll ich ein... Guck's gerade die X'en ab. Ja. Langsam wieder eine Echse. Wenn ein Mineral ist schon komplett weg. Ich brauche ohne Echse, ich habe auch keine Minerals. Brauchst du Gas? Ich habe Gas ohne Ende. Da ist eine Echse. Ja, dann müssen wir dann langsam aber sicher. Langsam oder sicher müssen wir Go machen. Echse jetzt schnell. Da war ein Ding, ne? Hier ist ein nicht Echse. Nicht mein Bersi. Dann töte es. Ja, bloß deine Queen ist da in der Nähe. Und ich will gerade Echsen. Oh. Da. Genau der. Na, dann gibt's nur noch eins. Das, was ich nicht kann. Lass ein Go machen, oder jetzt? Jetzt schon. Der Zerg wird immer besser, die sind bei 200. Na dann los. Wenigstens die Echse rausnehmen. Oh, jetzt hab ich meinen eigenen Stalker gekillt. Komm hier hoch. Was steht? Hier steht keiner, lass die Echse rausnehmen, oder? Ja, los. Da kommen sie gerade. Wollen meine Echse rausnehmen. Kein Abbrechen. Der Blick ist noch nicht durch, ne? Ach, da haben wir eine Army umsonst. Ravager. Komm mal rüber hier, da lass du drauf schießen. Ich bin tot. Ich bin durch. Ich habe noch ein paar Dinger, die mitmachen, aber ich schicke dir wieder nach. Ja, bitte. Ganz wichtig. Ich werde meine Echse wieder abbrechen, das ist schlecht. Ich gehe nicht jetzt weiter. Na, ich komme gleich nach. Ich habe keine Minerals mehr, aber... Brauchst du Minerals? Viel zu viel Gas. Warte. Nee, geht schon. Viel Spaß. Das Fighten, oder? Da kann ich mal nachdrücken. Das war's doch schon. Das sind offensiven Blink. Hier noch eine Gold. Nö. Na komm nochmal, Ravager ohne Ende. Ich zieh mich jetzt zurück. Okay, ziehen wir uns zurück. Nein, das wird nichts.
Omonogo. Na geht's. Gas und Storm, ganz wichtig. Upgrades. Upgrades laufen. Minerals, da kommen jetzt meine Äxte, die kann ich da oben nicht halten. Die müssen wir halten. Go. Da steht ein Legen. Immer zu langsam für, oder? Quatsch, ich hab Linkstalker. Das war's doch schon. Nochmal gesammelt und draufgeknüppelt. GG! Sieg! Es wird. Der läuft, ne? Ja, es läuft. Heute läuft's. Ja, leider. Oh, wir sind gefordert worden. Das gibt's doch nicht. Oh nein! Jetzt haben wir nichts mehr zu. Dia 3. Scheiße. Scheiße, und das haben wir nicht aufgenommen. Wir haben einen Livestream. Dia 3. Ich sag doch, morgen Abend Master. Ja, morgen Abend Master, genau. So, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck nehmen, sonst. Und mit diesen Abschlussworten sind wir auch schon im Abspann, denn wie ihr wisst, alles hat ein Ende und auch diese Folge hat eins. Wenn es euch gefallen hat, schaltet gerne morgen wieder bei uns ein. Schreibt uns verständliche Kommentare, einen Daumen nach oben, mehr einen Traum. Ihr könnt gerne abonnieren, das motiviert uns sau stark, jedes Abo bringt uns voran. Dann wie immer oben rechts unser StarCraft-Projekt und unten rechts unser Minecraft-Projekt. Und ja, Master sind wir leider noch nicht, aber vielleicht demnächst. Also schaltet wieder ein, eure Mutti-Bärm-Bande. Ciao!